Edra-chan hat's gesehen. Ich bin Yuri. Ich bin eine Studentin und habe gerade ein Jobangebot für eine Essensproduktionsfirma bekommen. Yuri, komm mal kurz her. Okay, ich komme. Hast du eine Minute? Klar, Papa, worum geht's? Ich habe dein Jobangebot für dich zurückgezogen. Was? Es ist schon Januar und mein Vater hat mein Jobangebot abgelehnt, ohne es mir zu sagen. Was meinst du? Du wirst Konditorin, oder? Warum gehst du dafür auf die Uni? Eine Konditorin? Nein, ich werde mit Backwarenproduktion zu tun haben, aber ich bin keine Konditorin. Wenn das der Fall ist, würde eine Verwalterin an einer Hochschule einen besseren Eindruck machen. Was? Du sagst, mich soll an der Uni arbeiten? An meiner Uni wurden Leute, die keine Angebote bekamen, Verwaltungsangestellte. Aber das ist für Leute, die keine Jobangebote bekommen haben. Bei mir ist es anders, oder nicht? Ich habe hart gearbeitet, um einen Job zu bekommen, weil du mir gesagt hast, ich soll das machen. Ich habe viel über das Gehalt nachgedacht und die Beziehungen mit den Kollegen und habe den besten Arbeitsplatz für mich ausgewählt. Den besten? Du denkst, Konditorin zu werden ist das Beste? Nein, das musst du aufgeben. Wie auch immer. Ich habe mein Jobangebot zum schlechtesten Zeitpunkt direkt vor meinem Abschluss verloren und habe überlegt, als Verwalterin zu arbeiten. Aber... Was? Nur Teilzeit? Ich habe es dir gesagt. Sie werden mich nicht in Vollzeit anstellen ohne ein richtiges Jobangebot. Was für eine schlechte Universität stellt nur Teilzeitkräfte ein? Ich wusste nicht, dass du so dumm bist. Papa! Du musst versuchen, einen richtigen Job in einer guten Firma zu bekommen. Uni-Mitarbeiter steht nicht zur Auswahl. Es ist unmöglich, einen richtigen Job zu bekommen zurzeit. Das Jobangebot abgelehnt? Das wusstest du nicht, Mutter? Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn das nicht tun lassen. Was wirst du jetzt machen? Ich konnte ihn sowieso nicht ausstehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er sowas Unverschämtes, nicht Akzeptables machen würde. Yuri, Entschuldigung, dass dein Vater es dir schwer macht. Ich werde nicht so etwas Unvernünftiges wie er sagen. Du musst keinen Job bis April haben. Also mach, was du wirklich machen willst. Was ich wirklich machen will? Mama, hast du den Käsekuchen gebacken? Ja, der ist für das Dessert heute Abend. Ich kann nicht so gut kochen wie du, also ist es ein einfacher. Du hast es immer gemocht zu backen, seitdem du klein warst, und du hast immer gesagt, ich werde Konditorin werden. Du wolltest sowieso nicht in einer Essensproduktionsfirma arbeiten, oder? Dann solltest du die Chance nutzen und tun, was du wirklich willst. Mama, danke. Eine Woche später. Yuri, wie läuft die Jobsuche? Ich suche keinen Job, aber ich habe einen Teilzeitjob. Einen Teilzeitjob? Hattest du nicht einen Teilzeitjob in der Apotheke? Den habe ich gekündigt. Und wo dann? In der Bäckerei, zu der wir immer gehen. Ich werde Konditorin werden. Konditorin? Ich habe dir gesagt, du sollst keine Konditorin werden. Stopp! Du hast Yuri immer ihren Traum verwehrt, sogar als sie klein war. Was? Ich sage das zu ihrem Besten. Zu ihrem Besten? Yuris Leben ist ihr eigenes, nicht deins. Wer denkst du, hat sie bis hierhin aufgezogen? Papa, ich bin dir dankbar, dass du mich bis jetzt aufgezogen hast, aber ich werde mein Leben leben mit etwas, das ich liebe. Na gut, du kannst machen, was du willst für deinen Teilzeitjob. Aber guck weiter nach einem richtigen Job. Ich werde es niemals annehmen, dass du Konditorin wirst. Ich habe angefangen, als Teilzeitlehrling in dem Tortenladen zu arbeiten, zu dem ich ging, seitdem ich ein Kind bin. Dann im März... Du bist immer noch auf dem Weg, eine richtige Patisserie zu werden. Aber könntest du ab April als Vollzeitkraft arbeiten? Vielen Dank! Du hast einen Vollzeitjob? Ist das schon entschieden? Ja, ab April werde ich Vollzeit in der Bäckerei arbeiten. Sieht so aus, als würde Yuri sehr hart arbeiten. Sie macht ihre Torten schon wie ein Profi. Mama, das mache ich noch nicht mal ansatzweise. Also Papa, also ich kann leben mit etwas, das ich liebe. Damit hast du kein Problem, oder? Papa? Ich rufe die Bäckerei an. Was? Wenn du unbedingt nicht arbeiten willst, dann heirate einen Reichen und starte eine Familie. Ich werde dir jemanden Guten organisieren. Ich werde deinen Job in der Bäckerei kündigen. Papa, hör auf! Danke für den Anruf. Hier ist Patisserie Edler. Ich habe gehört, Sie werden meine Tochter Vollzeit beschäftigen. Aber sie wird eigentlich bald heiraten, also nehmen Sie an, als wäre es nie passiert. Genug mit deinem Scheiß! Was machst du? Es ist nicht Yuris Glück, dass du willst nur deine Familie manipulieren. Ich habe mir das so lange mit angesehen, aber ich kann Yuri nicht so traurig erleben.
Mama. Ich werde jetzt auch frei leben. Juri, lass uns heute Nacht zusammen in einem Hotel bleiben. Okay. Papa stand da nur. Er muss überrascht gewesen sein, dass Mama und ich uns gewehrt haben. Anscheinend hat mein Vater die Bäckerei nochmal angerufen. Aber der Besitzer hat verstanden, dass es nicht meine Entscheidung war und hat mir den Job gelassen. Es tut mir so leid wegen meinem Vater. Keine Sorge. Dann hat meine Mutter die Scheidung eingereicht. Ich werde mit Juri leben, nur wir beide. Seitdem machen meine Mutter und ich Dinge, die wir lieben. Ich denke daran, meine handgemachten Dinge auf einem Event zu verkaufen. Willst du mitkommen? Ich beschäftige mich in letzter Zeit mit händischer Herstellung. Na klar, hört sich spaßig an. Ich lerne noch, aber mein Traum ist es, eine tolle Konditorin zu werden und meinen eigenen Laden zu haben. ご視聴いただきありがとうございました。愛する奥さんが交通事故にあって命の危機にさらされたと知った瞬間落ち込み、その上、その奥さんが不倫までしていたという事実を知って、もう人生のどん底に落ちた瞬間、急展開。職場の女の子と幸せいっぱいの家庭を築けるなんて。悪いことばかりが続いても、いいことがあるように人生ってできているのかもしれませんね。 皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。